Rockstar Games hat etwas angekündigt, was sie bisher noch nie gemacht haben. Was das ist, wir besprechen es in diesem Video. Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal hier auf Julex. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal ohne Facecam, da ich einfach extrem viel zu tun habe und es einfach so deutlich schneller geht, als dann noch die Facecam zu schneiden. Ich hoffe, dass euch das Video dennoch gefällt. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben, das Support ist kein Mord. Und ich würde sagen, wir kommen auch direkt mal zum Video. Und zwar hat Rockstar Games im gestrigen Eventwochen-Post etwas veröffentlicht oder einen kleinen Absatz geschrieben, welcher ziemlich interessant ist. Und hier schreiben sie folgendes. Wählt euren Bonus auf eine Arena War Fahrzeugvariante für die nächste Woche. Kommt dieses Wochenende in die Maze Bank Arena und lasst Dampf hinterm Steuer ab. Wählt zwischen den Varianten Apokalypse, Zukunftsschock und Albtraum. Die Variante, die am häufigsten in Matches am Wochenende gespielt wird, ist nächste Woche 50% günstiger. Okay, Freunde, hat uns Rockstar Games hier wirklich die Möglichkeit gegeben, über die nächste Eventwoche zu entscheiden? Das gab es bisher noch nie und ich muss sagen, ich finde es eigentlich ziemlich cool. Jetzt ist nur die Frage, was meinen Sie mit nächster Woche? Ist damit gemeint die nächste Eventwoche, also ab nächster Woche Donnerstag? Oder ist damit gemeint Montag bis Mittwoch, also sozusagen den Rest von der aktuellen Eventwoche? Angenommen, das Ganze zählt für die nächste neue Eventwoche, also sprich ab nächsten Donnerstag, dann hat das Ganze ziemlich viele negative Punkte, denn dann können wir auch nächste Woche kein DLC in GTA Online erwarten. Denn wenn ein neues Update rauskommt, sind die Eventwochen meist ziemlich klein, ziemlich kurz, denn Rockstar Games möchte natürlich, dass man das Geld komplett für den neuen Content ausgibt und nicht noch irgendwelche Schnapper macht. Dementsprechend sind die Eventwochen während eines Updates oder die Woche nach einem Update sehr, sehr klein. Und Rockstar Games würde dann nicht jetzt schon ankündigen, dass es noch eine weitere Eventwoche gibt und erst recht nicht mit den Arena-Fahrzeugen. Dazu kommt, dass ich persönlich zumindest Arena War gar nicht mag und überhaupt nicht feiere, aber was ist eure Meinung dazu? Schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Was auf jeden Fall gut ist, ist, dass Rockstar Games hier die Community etwas einbindet. Das finde ich ziemlich cool. Sollten sie auch in Zukunft mal machen, irgendwie so das meistgekaufte Fahrzeug in der Woche, wird die nächste Woche dann billiger. Okay, das wird wenig Sinn machen, weil dann wird es ja keiner mehr kaufen, weil man schon weiß, dass das Fahrzeug dann billiger wird. Aber gut, das wäre, finde ich, auf jeden Fall mal eine sehr, sehr interessante Sache. Aber wenn ihr eben generell in Arena War interessiert seid, dann ist jetzt die Gelegenheit, am Wochenende mit eurer Lieblingskategorie zu spielen und dann nächste Woche, egal jetzt ob ab Montag oder eben ab Donnerstag, 50% auf die jeweilige Kategorie Rabatt zu erhalten. Das war heute mal wieder nur eine ganz, ganz kleine Information, aber ich denke, es ist eine ziemlich interessante Information, ein ziemlich interessanter Wandel, der relativ großen Einfluss hat auf das nächste Update, denn immerhin sind wir davon ausgegangen, dass es nächste Woche ein neues Update gibt. Damit ist das Ganze leider ins Wasser gefallen. Also meine nächste Vermutung ist, nächste Woche Freitag oder Donnerstag wird dann das Update angekündigt und dann in 2 Wochen oder so erscheint es. Wäre zumindest ein guter Plan. Und das war es jetzt auch schon wieder mit diesem ganz kurzen Infovideo. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne ein Abo da, kostet euch schließlich nichts. Und Freunde, teilt das Video mit all euren Freunden, damit auch diese top informiert sind. Ansonsten läuft auf Instagram noch mein 50€ PSN, Xbox oder Steam-Guthaben Gewinnspiel, wenn ihr also nichts verpassen wollt und vor allem 50€ gewinnen wollt. Und wer will das nicht? Geht rüber auf Instagram, liked das neueste Bild, kommentiert und markiert 3 Freunde und abonniert mich und schon seid ihr im Lostopf. Nun gut, jetzt bin ich aber auch wirklich mal raus. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so vorhabt. Ich bin jetzt raus. Haut rein, bis bald und Peace.